Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Monis Magical Vlog. Ja, es ist heute der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, und ich gehe unter im Stress, in Aufgaben, was ich alles erledigen muss. Ja, genau, was wollte ich eigentlich noch erzählen? Ich zeige euch gleich noch die Adventskalendertürchen. Ansonsten habe ich gerade Disney Adventures aufgenommen, zwei Folgen für die nächsten Wochen, weil ich ja am 25. wegfahre und da ein bisschen Content noch brauche für meinen YouTube-Kanal. Wenn es jetzt nicht regelmäßig immer jede Woche oder zweimal die Woche ein Video kommt, verzeiht es mir bitte. Ansonsten mein neues Baby. Ich habe mich leider noch nicht wirklich damit beschäftigen können mit den ganzen Einstellungen. Jetzt muss ich schon mal kurz meine Hand wechseln. Genau, ich konnte mich noch nicht beschäftigen mit den ganzen Einstellungen. Das mache ich wahrscheinlich, wenn ich in der Schweiz bin. Gucke ich mir einige YouTube-Videos an. Genau, so viel dazu. Ansonsten Adventskalendertürchen. Ja, wir hatten drin den Reis-Allrounder. Curry. Und heute war Hummus-Topping drin. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich bin heute so müde, aber das Wetter draußen. Es regnet in Strömen. Was ist das für ein Wetter? Wo ist der Schnee? Ich soll, glaube ich, schneien am 25., wenn ich in die Schweiz fahren soll. Das wird super beim Auto. Yay! Ja, ansonsten beim Rituals-Kalender war ein Anti-Aging-Serum drin. Dann und war jetzt zusammen miteinander ein Duschschaum drin. Einmal Foam Fiesta und einmal heute Rituals of Hammer mit Eukalyptus. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und dann kommen wir noch zur Badefläche. Also ich könnte mich jetzt echt hinlegen und ein Nickerchen machen. Aber ich muss gleich noch in Edeka Fleisch abholen. Ja, jetzt probieren wir das mal hier hinzustellen. Das mit dem Hinstellen hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Aber ich bin jetzt auch gerade ein bisschen zu faul, um nach den Einstellungen an dem Tripod zu gucken. Ich bin heute generell irgendwie, heute ist nicht so mein Tag. Erstmal es regnet. Dann hatte ich heute Morgen noch einen Hautarzttermin. Da habe ich über eine Stunde warten müssen. Dann wollte ich Gänsefond kaufen, gab es im Rewe nicht. Dann musste ich noch in den Hit. Oh. Jetzt noch eh später in den Edeka Fleisch abholen. Ich sag euch, super. Super 23. So, wir hatten am 21. eine Badekugel drin. Die riecht so wie die Handcreme vom letzten Block. Nee, Handseife. Richtig, richtig geiler Winterduft. Also, die wird auf jeden Fall mitkommen in die Schweiz, weil da mein Freund hat auch eine Badewanne zum Glück. Dann war hier ein Teelicht drin. Riecht noch irgendwas, aber was weiß ich jetzt auch nicht. Und heute war einmal das Parfum Sky drin. Weiß auch noch nicht, wie das riecht. Ist jetzt runtergefallen. Ansonsten kann ich euch mal zeigen. Da ist das Chaos. Mein Koffer für die Schweiz ist einigermaßen gepackt. Ich will einen Hula-Hoop-Reifen mitnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich den mitnehme oder meinen anderen, den neueren, weil der etwas schwerer ist. Und vom Trainingseffekt dann eben im Prinzip besser. Genau, da sind meine ganzen Klamotten drin. Super viel Wintersachen, deswegen ist der Koffer so voll. Ja, da sind meine Kosmetiksachen drin, Schuhe. Ja, also wie gesagt, habe noch einiges zu erledigen hier in der Wohnung. Es ist auch langsam, denn die ganzen Bilder von meinem Freund und mir, die an der Treppe hingen, habe ich gestern alle abgehangen. Medaillen von Walt Disney abgehangen. Aber ich wollte euch noch was ganz, ganz Tolles zeigen. Ich habe gestern nämlich ein Überraschungspaket bekommen von der lieben Alena. Ich weiß nicht, ich vermute, sie guckt meine YouTube-Videos. Deswegen liebe Grüße an Alena. Vielen lieben Dank für das Überraschungspaket. Erstmal war eine süße Karte drin. Eine schöne Das Biest-Karte. Dann ganz viel Schoki und das Highlight: eine selbstgehäkelte Belle. Also, ich war wirklich sehr überrascht und positiv überrascht, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, so eine Bellpuppe zu häkeln. Also, falls ich mal Kinder habe und Mädels, du bist engagiert, kannst du nochmal alle Prinzessinnen häkeln. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Aber es ist wirklich toll. Also, bin positiv überrascht. Es wird einen ganz, ganz besonderen Platz in der neuen Wohnung bekommen. Diese Bellpuppe. Also, wirklich ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, Alena. Vielen, vielen, vielen Dank. Ansonsten wollte ich euch ja noch zeigen, was meine beste Freundin mir zu Weihnachten geschenkt hat.
Einmal diese Einkaufstasche, die jetzt hier als Untergrund liegt, mit Mickey Maus. Dann ein Erholungsbad, eine Schlafmaske. Reese's Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeiger für den Raum. Den wollte ich haben für meine Pflanzen, weil ich brauche auch irgendwann noch einen Luftbefeuchter, damit meine Pflanzen die perfekte Raumfeuchtigkeit haben. Genau, dann eine Tuchmaske. Hier einmal von, wie wird das ausgesprochen? L'Occitane. Ich weiß, ich kann kein Französisch. Ein Duschgel und eine Handcreme mit Cherry Blossom, also Kirschblüten. Und ich liebe Kirschblüten. Dann ein Jade-Roller für die Falten unter den Augen. Den wollte ich auch haben. Also ist jetzt nicht, dass sie da mir irgendwas sagen wollte. Das war auf meiner Wunschliste. Und ja, ein Jade-Roller. Und das Highlight: diese tollen Minimaus-Swarovski-Ohrringe. Ich habe ja schon die Mickey-Version und die Mini-Version habe ich mir auch noch gewünscht. Genau. Und die ganzen anderen Geschenke von meinen anderen liebsten Freunden werde ich morgen, bevor ich zu meiner Mama fahre, noch auspacken hier im Video. Da werdet ihr live dabei sein. Ja, das habe ich noch vergessen zu zeigen, was meine Freundin mir geschenkt hat. Die hat einmal Mickey selbst gebastelt. Das sind so zwei Teelichtschalter-Ohrringe. Genau, das war auch noch dabei. Sehr, sehr schön. Glitzert vor allem so schön. Heute ist Heiligabend. Mann, ist die Zeit schnell vorbeigeflogen hier in diesem Jahr. Ihr seht, ich bin schon fertig gerichtet. Die Haare muss ich noch machen, aber ich muss gleich noch meinen Haul drehen, meinen Dezember-Haul, weil ich sonst diesen Monat nicht schaffen würde. Ja, es ist aber auch nicht gar nicht so viel diesen Monat. Deswegen habe ich den Spirit Jersey an. Ich ziehe später aber nicht an für Heiligabend. Da ziehe ich mich nochmal um. Das Outfit zeige ich euch natürlich später noch. Erstmal zu den Adventskalendern. Heute war dieser Schoko-Bananen-Oatmeal-Spice drin und ein Gutschein. Dein Gewinn: mindestens 5 Euro und dann halt kann man noch mehr gewinnen. Ich zeige den Gutscheincode jetzt natürlich nicht. Muss ich nämlich noch einlösen. Ansonsten, jetzt wird mein Arm schwer. Bei Rituals, das habe ich mir schon fast gedacht, war heute ein Parfum drin. Bin gespannt, wie es riecht. Quality, man weiß jetzt auch nicht, welcher Duft. Das ist doch Rose de Shiraz. Bin sehr gespannt. Weiter geht die wilde Tour. Hier seht ihr schon, alles für die Schweiz bereit. Blümchen und so. Ja, ich alles mitnehmen. Und für den Haul liegt auch schon alles bereit. Genau, heute beim 24. in der Badefee war eine Badepraline drin. Und zwar ja, ist in Ordnung, aber hätte ich mir jetzt auch was Spektakuläreres erhofft, muss ich sagen, für den 24. Achso, ohne Maybelline, den habe ich jetzt auch schon weggepackt, war die Wimperntusche drin. Kolossal Volume Express. Genau, da war die Wimperntusche drin. Ja, also alle Adventskalender sind leer. Ich bin auch so ein Mensch, der ich muss, die müssen direkt weg. Also sobald der Adventskalender leer ist, muss er weg. Der jetzt noch nicht, weil da noch Lichterkette drin ist. Das wird ein bisschen aufwendiger, aber der Just Spices ist auch schon weggeräumt. Also ich bin so ein Mensch weg. Ganz so leere Sachen mag ich nicht. Ich mag es gern aufgeräumt. So. Und jetzt für den Haul packe ich noch erstmal die Weihnachtsgeschenke aus von Daniel, Angibrina und Vivi und Kevin und Jessie, nicht zu vergessen. Genau, die packe ich jetzt mit euch hier vor der Kamera aus und damit ich die auch noch im Haul zeigen kann, damit ein bisschen mehr im Haul dann drin ist. So, ich habe mich jetzt vor meinen Weihnachtsbaum gesetzt und ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Von der Letizia gab es ja auch noch ein kleines Geschenk. Das hatte ich ja auch erst unter den Baum gelegt. Fangen wir mit Angies Geschenk an. Erstmal ein kleines Kärtchen mit Frohe Weihnachten. Gucken wir mal rein. Ich werde die Karte natürlich nicht laut vorlesen. Ja, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten im Nachhinein, Andy. Das habe ich dir ja schon, also wir haben ja schon geschrieben. Ansonsten packen wir mal aus.
Ohrringe. Jetzt rührt mein Auge. Genau, also hier seht ihr kleine Disney-Ohrringe. Und jetzt seht ihr das auf der Kamera, wie gut die jetzt fokussiert. Das habe ich bei meiner anderen so ein bisschen vermisst. Ja, also einmal Disney-Ohrringe. Kriegst nicht raus. Aber ich sehe schon, was es ist. Ach, jetzt. Desinfektionsmittel von Handy. Merci Handy, genau, davon habe ich auch mal einige gehabt. Mit Aurora. Sehr schön, kann man heutzutage immer gebrauchen. Und könnt ihr dreimal raten, was denn hier verpackt ist, Mensch. Ja, ich weiß schon mal, dass es eine Schüssel ist. Ach, schaut mal, wie süß. Die ist toll. Eine richtig, richtig schöne Mickey und Minnie Schüssel. Dankeschön, Angie. Ignoriert bitte das Chaos im Hintergrund da und so. Irgendwo ist auf der Couch auch noch Cookie. Ach, da ist ja noch was von Angie, glaube ich. Oh, ich glaube, das habe ich vergessen. Ja, schauen wir mal. Das ist ja süß. Das ist witzig, weil das gleiche habe ich meiner Mama gekauft. Da geht es in den Laden nicht. Genau, dasselbe habe ich meiner Mama gekauft. Ich habe auch noch überlegt, sollst du dir das mitnehmen oder nicht? Aber ja, zum Glück habe ich es nicht mitgenommen. Deswegen nochmal danke. Vielen, vielen Dank, Angie. Und das ist perfekt jetzt für so Kameras, für mein Kamerazeug reinzutun. Genau, das werde ich auch dann mit in die Schweiz nehmen für meine Kamera. Und da passt sogar die Kamera, glaube ich, mit dem Fuß rein. Das ist sehr, sehr praktisch. Also nochmal vielen Dank, Angie. Freue mich sehr. Dann machen wir mal weiter mit Daniel. Daniel. Erstmal ganz wieder eine schöne Weihnachtskarte. Und was hat denn Daniel hier schön eingepackt? Ich hoffe, es ist alles anständig, was sie alle verpackt haben. Sonst muss ich es rausschneiden, aber ich glaube, die sind... alle anständig, wir sind alle anständig. So. Daniel hatte sehr festes Weihnachtspapier. Ach. Disney-Socken von Happy Socks. Ich wollte schon immer mal ein paar Happy Socks, aber diese waren mir einfach zu teuer. Also, ich mag die Socken super gern, weil die auch so schön bunt sind. Aber ich dachte mir, ich weiß gar nicht, was so ein Paar kostet. Auf jeden Fall waren sie mir immer zu teuer. Aber ja, jetzt habe ich endlich ein paar Happy Socks. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. So, dann öffnen wir jetzt das Geschenk von der lieben Letizia. Sie hat auch sogar gerade hier drauf geschrieben, dass ich das bitte erst am 24. öffnen soll. Ich werde es auch, wie gesagt, nicht vorlesen. Das lese ich mir gleich... Oh, hat sie ganz viel geschrieben, genau. Das werde ich mir gleich persönlich durchlesen. Vielen, vielen Dank schon mal. Ich werde auf jeden Fall dir auch noch per Instagram antworten. Und gucken wir mal, was sie noch eingepackt hat. Ach, was Süßes. Kann man immer gebrauchen. Ich möchte es jetzt nicht kaputt machen. Habt ihr alles so festes Geschenkpapier? So, hier jetzt haben wir es. Oh, da ist noch was dabei. Schaut mal. Ein Baby-Yoda-Pin. Ein Weihnachtspin. Das ist Baby-Yoda oder das ist nur Yoda? Jetzt bin ich mir unsicher. Aber es ist auf jeden Fall ein Baby-Yoda-Yoda-Weihnachtspin. Vielen, vielen Dank. Der ist wirklich total süß. Und natürlich Schoki. Und genau, den Brief lese ich mir gleich durch. Machen wir weiter mit Vivi und Kevins Geschenk. Und zwar haben sie mir einmal Aachener Printen geschenkt, weil ich die mal bei Brina probiert habe. Und die waren irgendwie saulecker. Also es ist so ähnlich wie Lebkuchen, nur dass die irgendwie so einen Crunch drin haben. Das fand ich so geil. Ich bin ja kein Lebkuchen-Fan, aber die fand ich richtig, richtig lecker. In dunkler Schokolade. Ja, freue mich sehr. Dann gab es hier ein... ich denke mal, selbst gebastelten Mickey-Anhänger
Die wird auch an meinem Baum ein Plätzchen finden. Und natürlich eine tolle Weihnachtskarte mit persönlichen Worten. Und dann gab es noch was Eingepacktes. Ich glaube, das Geschenkpapier ist etwas einfacher zu öffnen. Ach, passend zu meinem Adventskalender von Rituals gab es ein Shower Oil. Vielen, vielen Dank, kann man immer gebrauchen, finde ich. Also ich liebe ja eh Rituals und ja, ist glaube ich ein bisschen ausgelaufen, aber ist nicht so schlimm. Riecht sehr gut, das ist Orangenduft. Genau, also jegliche Rituals Produkte liebe ich und ja. Vielen, vielen Dank für die Printen und für das Rituals Schaueröl. Dann geht's weiter mit einem Paket von Jessie. Die hat, das ist sehr groß, aber ich weiß, dass sie nochmal kleinere Geschenke drin verpackt hat, weil es per Post kam. Wie es kaputt geht. So, oh, jetzt brauche ich glaube ich, nee, doch nicht. Ich dachte, ich brauche eine Schere. So, jetzt schauen wir mal. Schaut mal. So viele Geschenke. Ich bin sehr gespannt. Gibt es erstmal ein Kärtchen. Natürlich ein Disney-Kärtchen. Mit ganz lieben Worten. So, dann gibt es natürlich was Süßes. So, Gott, jetzt muss ich hier... Ah, gut. Und noch ganz viel Füllmaterial. Alles aufsammeln. So, jetzt schauen wir mal, was wir da alles drin haben. Ein Handtuch, aber ich sehe schon mit Daisy, Minnie, Mickey und Donald. Das ist wirklich total süß. Perfekt für Reisen, um sich das Gesicht zu waschen. Also das ist wirklich ganz toll. Das finde ich echt mega. Ja, ich glaube, das kann, die habe ich auch noch auf meiner Wunschliste, die Brother Stickmaschine. Die kann auch Disney sticken. Genau, also das ist, glaube ich, mit so einer Stickmaschine gemacht. Dann, oh, noch ein Keks. Ich liebe die. Kennt ihr die? Ich liebe diese Kekse. Das jetzt hier, Body Shop. Ein, ich muss es so laut lesen, Chinese Ginseng und Reis. Clarifying Milky Toner. Also ich denke mal, das ist ein Gesichtsreinigungstoner. Also steht ja auch drauf. Genau, ich rieche mal dran. Riecht sehr dezent, aber auch sehr angenehm. Also egal welche Beauty-Produkte, die kann man immer gebrauchen. Je älter man wird, die Haut wird ja nicht jünger. So, was haben wir noch? Oh. Ich glaube, davon hat sie mir erzählt. Das sind polnische Plätzchen, Kekse, Cookies, was auch immer. Genau, die hat sie, glaube ich, davon hat sie mir erzählt, dass sie die gefunden hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob ich es aussprechen kann. Ich kann es nicht aussprechen. Wilkanotzne. Aber sieht eher aus für Ostern, weil Ostereier ja drauf sind, aber ist auch egal. Aber ja, ich glaube, Wilkanotzner ist auch Ostern. Ja. Genau, mit Cranberry und weißer Schokolade. Sehr, 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 sehr lecker bestimmt. Habe ich noch nie gegessen. So, jetzt müssen wir das hier alles wieder reintun. Da sind noch zwei Geschenke. Aber ich muss das ja im Haul gleich auch nochmal zeigen. Ah. Natürlich, sie macht ja jetzt gerne selbst Schlüsselanhänger. Also hat sie auch einen selbstgemachten Schlüsselanhänger reingelegt. Natürlich in meiner Lieblingsfarbe rosa. Und ein Armband mit... schlecht. Merry Christmas und einen weißen Mickey.
Versucht, dass es fokussiert, aber es fokussiert nicht, natürlich nicht. Moment. Jetzt. Jetzt könnt ihr es sehen. Genau. Das und da war noch was drin, ja. Was ist das denn? Jetzt muss ich mal lesen. Sol de Janeiro. For visible skin and irgendwas mit Moisture. Ich glaube eine Bodycreme. Ich weiß es leider nicht. Was steht denn hier? Coco Cabana Creme. Ja, Bodycreme. Sehr gut in der Reisegröße. Kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, Kosmetikprodukte gehen immer. Und das letzte Paket von Jessie. Also sie hat auch eingepackt hier immer mal in Silber. Heißt das Silberfolie? Ich weiß gar nicht. Was hat sie nochmal eingepackt? Ah, ich liebe sowas. Kennt ihr das? Das ist so eine Brosche. Die kann man dann entweder hier so an den Kragen machen, weil man eine Bluse trägt. Oder halt auch einfach so dran hängen. Ja. Jetzt habe ich mir ein Haar rausgerissen damit. Genau, also eine rosane Brosche. Sehr, sehr schön. Und was haben wir hier nochmal? Ein Lipgloss von Senaya. Ich kenne die Marke nicht. Luria. Genau, also auf jeden Fall ein Lipgloss. Ich mache den mal auf. Sehr, sehr Barbie Pink. Barbie Pink. Das fokussiert er wieder nicht. Jetzt. Also ihr seht, Barbie Pink. Ja, also vielen, vielen Dank, liebe Jessie, für die ganz, ganz tollen und vielen Geschenke. Ich freue mich sehr. Und als letztes kommt noch Brina. Die hat aber nichts eingepackt. Die hat es nur in eine Tüte gepackt und oben so ein bisschen Folie drauf gepackt, weil Brina ist Geschenk ein Pack faul. So, jetzt kommen die Geschenke. Ich sehe schon grüne Ohren. Könnt euch bestimmt denken, was es dann ist. Also erstmal hat sie mir ein paar Miracoli. Die hat sie von einer Testaktion bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, ich will sie gerne mal probieren. Also hat sie mir jetzt ein Zweipack mitgegeben. Was haben wir noch? Ganz viele klärende Maske von L'Oreal. Einmal mit klärend und mattierend mit Tonerde, dann peelend und porenverfeinernd und einmal gesichtsstrahlender Teint. Wie gesagt, man wird nicht jünger, man muss die Haut pflegen. Kann man nicht immer gebrauchen. Dann ziehe ich mal die grünen Ohren raus. Baby Yoda. Ist der nicht süß? Ein Getränkehalter mit Baby Yoda. Meine süßen Augen. Der ist wirklich total, total knuffig. Baby Yoda. Dann, was ist das denn Geiles? Ich liebe Oreo, was ist das? Ich kann es nicht mal lesen, was da Sprache ist. Was ist das? Das kannst du mit anscheinend mit Milch aufgießen. Also ist das ein Oreo-Kakao mit Stückchen. Oh, geil. Wo hat sie das denn her? Das ist ja pornös, würde ich jetzt sagen. Boah. Geil. Also richtig geil. Das ist ganz schön. Ich kenne das gar nicht. Was haben wir hier noch? Was mit Banane? Irgend so ein Candy. Und last but not least ein Ariel Geschenkset. Uch, was ist uns runtergefallen? Was haben wir denn hier? Wir haben ein Body Mist. Wir haben, ich glaube, also ein Lip Balm auf jeden Fall. Ich glaube, eine Badekugel und Shower, also Duschgel. Genau. Ach, da steht es hinten auch noch drauf. Bath Fizzer steht da drauf.
Ja, wahrscheinlich in die Badewanne zu tun. Ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Brina. Also ich bin sehr gespannt, diesen Kakao auszuprobieren und diese Nudeln. Ja, das waren alle Geschenke von meinen Freunden. Von meinen Eltern das Geschenk bekomme ich dann heute Abend. Aber ich weiß schon, was es ist. Das sage ich euch noch nicht. Und genau, das von meinem Freund. Damit filme ich gerade. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr Geschenke bekommen. Ja. So, jetzt mache ich mir die Haare und drehe dann mein Haul. Und dann zeige ich euch später noch mein Heiligabend-Outfit. Und nehme ich euch wahrscheinlich so ein bisschen noch durch den Abend, durch den Tag mit. Was wir so kochen und wie es dann heute Abend aussieht, das Essen. Weil ich werde ja heute kochen, weil meine Eltern gesundheitlich das leider nicht mehr schaffen. Also vielleicht nächstes Jahr, aber dieses Jahr nicht mehr. Deswegen werde ich heute kochen. Premiere, ich habe noch nie einen Heiligabend gekocht. Bei uns gibt es ja traditionell Fischfilet mit Kartoffeln und Kraut. Und als Vorspeise gibt es eine Pilzsuppe mit Pierogi, das sind polnische Teigtaschen, auch gefüllt mit Pilzen. Und als Dessert gibt es einen Lebkuchenmus, die mache ich aber ganz schnell im Thermomix. Also die ist auch super lecker, kann ich jedem empfehlen, das Rezept. Super easy, super lecker. Genau, also das wird wahrscheinlich das Einfachste heute sein. Aber wie gesagt, ich mache mich jetzt fertig für den Haul und dann sehen wir uns später wieder. So, der Haul ist im Kasten. Ich habe mich jetzt auch umgezogen, wie ihr sehen könnt, trage ich ein Schwanenkleid. Habe ich mir letztes Jahr auf Mallorca gekauft. Genau, es ist sehr extravagant, aber ich finde es sehr schön. Das ist so einen glänzenden Stoff, sehr fließend. Genau, und da wir ja zu Hause bleiben, ziehe ich auch keine Schuhe. Also klar, ziehe ich jetzt Schuhe an, wenn ich rausgehe. Aber genau, so würde ich dann an Heiligabend am Tisch sitzen. Ich werde mich aber gleich nochmal bei meinen Eltern nochmal umziehen, weil ich ja kochen muss. Und dann ziehe ich meine bequemeren Sachen an, dass die auch da nicht riechen. Dann ziehe ich mich wieder in mein Heiligabend-Outfit. Genau, aber ich wollte euch das mal zeigen. So sieht das aus. Und bitte schaut nicht links und rechts, weil hier steht schon alles. Okay, ich zeige es euch kurz. Da ist mein Adventskalender, den ich weggeschmeiße. Das muss ich mit in die Schweiz nehmen. Das muss ich zu meiner Mutter mitnehmen. Das ist Schweiz. Meine Tasche, Cola für die Schweiz. Also, ja. Also, ich fahre jetzt zu meinen Eltern. Und ich werde wahrscheinlich dann euch immer so einen kleinen Ausschnitt zeigen. Wahrscheinlich mit Musik unterlegen, wie das bei uns dann so aussieht. So, ich bin jetzt bei meinen Eltern und bei uns gibt es traditionell als Vorspeise eine Pilzsuppe mit Pierogi. Das sind polnische Teigtaschen gefüllt mit Pilzen. Genau, die gibt es aber in verschiedenen Füllungen und die mache ich gerade hier. Eine Riesensauerei und Riesenarbeit, aber man hat ja nur einmal im Jahr Heiligabend, ne? Oh, es ist jetzt knapp 10:30 abends. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war schon ein sehr, sehr anstrengender Tag. Bei meinen Eltern, ich musste kochen, ich musste sauber machen danach. Deswegen sicher jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mir schon meine Gammelklamotten angezogen. Ich wollte es aber noch, bevor ich jetzt mein Auto schon mal. Dann halte ich die Kamera so schief. Müde. Bevor ich jetzt das Auto noch ein bisschen packe für morgen, weil ich will morgen um 7 Uhr losfahren in die Schweiz. Zeige ich euch noch das Weihnachtsgeschenk meiner Eltern. Ich wusste es ja schon vorher, aber ich freue mich trotzdem riesig, sie jetzt zu haben. Ja, ist ein ganz, ganz besonderes Stück. So, ihr seht schon mal die Box, von welcher Marke es ist, mit ganz vielen Mickeys. Das heißt, es ist was von der Disney-Kollektion. Da ist sie. Mein neues Herzstück. Oh, Moment. So. Im Hintergrund läuft noch ein Weihnachtsfilm. Genau, da ist das Herzstück. Mein neues Baby. Und ich liebe sie. Also sie ist einfach wunderschön. Mit Mickey und Minnie überall. Und trotzdem sehr dezent gehalten, wie ich finde. Dieser Cremeton mit diesem dunklen Gold ist wirklich ein Traum. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy.
Ja, also eine traumhaft schöne Tasche. Damit verabschiede ich mich heute an Heiligabend bei euch. Der Vlog geht aber noch weiter, dann aus der Schweiz, und wir sehen uns dann aus der Schweiz. So, mein Freund und ich haben die Weihnachtstage gut überstanden und wir sind jetzt in Vitznau und ich stehe vom Rigiberg. Da fahren wir jetzt nämlich hoch mit der Bahn. Ich zeige euch das mal. Genau, da steht die Bahn, da ist der Berg und da fahren wir jetzt hoch. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich liebe ja Berge und Schnee. Wir sind jetzt auf dem Rigi-Klubben ganz oben angekommen, 1700 Meter hoch, und die Aussicht ist ein Traum. Da unten war der See, wo ich eben davor stand. Sehr frisch die Luft. So, unser Plan ist jetzt runterzulaufen, ein Stückchen. Und wir haben jetzt kurz Pause gemacht, um euch mal kurz zu zeigen, was hier sowas kostet. Wir haben jetzt einen Glühwein mit einer Kalbsgrillwurst und ein bisschen Brot. Das zusammen kostet 10 Franken. Genau, hier auf dem Berg für Schweizer Verhältnisse finde ich es echt in Ordnung. Aber es gibt nur Takeaway zurzeit und die Restaurants haben sozusagen nicht geöffnet, nur halt alles zum Mitnehmen. So, wir sind wieder im Tal angekommen. Vom Rigiberg. War wirklich sehr schön. Das Wetter hat mitgespielt. Sonnenschein wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber ja, wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag. Jetzt geht's ab wieder nach Hause, nach Zürich. Und da freue ich mich auf ein heißes Bad. Ansonsten beende ich jetzt hier den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mit durch Zürich, durch die Schweiz nehmen. Mal gucken, was ich euch noch so zeigen werde. Ihr könnt hier gerne unten kommentieren, was euch noch interessieren würde aus der Schweiz. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in einem nächsten Video von mir. Bis dann!